Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Beim letzten Part haben wir hier geendet. Inquisitor Mendoza steht vor der Tür, die wir jetzt öffnen müssen und wo offensichtlich Echsenmenschen auf uns warten. Wir müssen diese alte Büste wieder mal verwenden, werden wir sie finden, um dieses Tor zu öffnen. Und dann geht's direkt rundwettig. Auf ja. Dich habe ich ja... Aua. Ich hätte mich heilen sollen. Ich hoffe, dass... Mendoza's Kills mir auch Erfahrung geben, aber ich glaube nicht, ne? Verdammt! Du verfluchter Erfahrungspunkte-Dieb. Okay, war zu erwarten. Der rennt aber weiter. Der läuft aber weg. Was? Chill doch mal, ich will die erst ausnehmen. Ich glaube mir nicht alle Erfahrungspunkte. Du Arschloch! Okay, ich lade jetzt nochmal. Wisst ihr, wie viel Erfahrung der mir gerade geklaut hat? Ich heile mich jetzt und dann lade ich nochmal. Das kann doch nicht sein, ey. Der hat locker 4 Kills weggenommen. Gut, okay. Seine Waffe ist ja auch wahrscheinlich ziemlich heftig, aber ich habe die meisten Damage gemacht. Es geht gar nicht fit hier, fucking Killstealer. Das probieren wir jetzt einfach nochmal. Vor allem der Echsenpriester gibt halt so viel Erfahrung und ich sollte mich vorher heilen, weil es sind 200 irgendwas. Ja, da kann ich einen großen Trank trinken. Ich habe eh viel zu viele Tränke mittlerweile. So. Jetzt legen wir nochmal los. Fucking... Erfahrungspunkte Dieb. Ich brauche die bestimmt noch. Na gut, ich habe eigentlich viel zu viele. Geh weg! Geh weg! Okay, nee, geh nicht weg. Oh, ich stehe hier ganz scheiße. Ich hasse diesen Durchgang. Okay, das waren schon mal meine. Das auch. Das auch. Der Brontog ist ein Problem. Oh, Wichser. Du Wichser. Ich schaue mir gleich wieder den Echsenpriester, danach kann ich die Viecher auf. Auf dich habe ich ja nur gewartet. Ach, ist das so? Au! So! Wusste ich es doch. Ich auch. Was? Hier gibt es noch mehr Wissen über diese Anlage. Ach so. Bevor wir in die Krypta vorstoßen, müssen wir so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Halt! Ich lese das zuerst. Ich bin Ursegor, Herrscher über die Titanen, und dies ist mein Befehl. Niemand soll die Macht haben, die Titanen zu unterwerfen. Meine Diener sollen seine... Nein, das heißt meine, oder? Ach Mist, die letzten Sätze sind unleserlich. Hier komme ich nicht weiter. Ich finde es interessant, dass... Hast du alles gelesen? Ja, aber ich konnte nicht alles entziffern. Dann müssen wir wohl in die Krypta, um herauszufinden, was da steht. Lass uns zu Vinz gehen. Ich finde es interessant, dass ich den Questerfolg hatte, da ich dem Druiden berichtet habe. Habe ich aber gar nicht. Ich habe es nur alles gelesen. Das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass ich jetzt berichten kann. Weil ich auch tun sollte, bevor ich zu weit vordringe, sonst wird er bestimmt angepisst. Wahrscheinlich sollte ich es sofort tun. Gerade jetzt, wo ich fertig bin mit dem allerletzten Schriftrollending. Weil dann haue ich jetzt mal kurz ab. Und sucht den Priester, den Druiden. Das war, oh Gott, das muss ich erstmal gucken. Ostküste. Dann laufen wir von dort kurz dahin und dann kann ich wieder hier runter dackeln. Aber es ist besser, das alles in der richtigen Reihenfolge zu machen, denke ich. Sonst kriegen wir noch Stress mit dem alten Eldrick. Ich hoffe, es war kein Fehler, mit so wenig Lebenspunkten loszureisen. Ich hatte gehofft, ich könnte vielleicht schlafen, aber es ist immer noch mitten am Tag. Na gut, aktuell erwarten mich keine Viecher, nehme ich an. Jetzt hüpfen wir hier mal kurz ein bisschen durch. Danach haben wir nur noch diesen Tempel und die Teleportsteine. So leckt das jetzt. Und die brauchen, glaube ich, noch ein bisschen, aber es gibt auch einige von diesen, magischen Barrieren, die ich noch nicht geöffnet habe, obwohl ich das schon könnte. Ich brauche aber dafür die richtigen Spruchrollen. Also, berichten wir erstmal Eldrick. Im Vulkan gibt es eine Festungsanlage der Echsen. Ist das alles? Nur eine Festung? Eine Festung ist kein Grund, ein solch mächtiges Tor zu erschaffen und den Eingang zu verschließen. Habt ihr schon die gesamte Festung durchsucht? Nein, wir sind noch dabei. Gut. Halte Augen und Ohren offen. Ich bin mir sicher, dort gibt es mehr als nur eine Festung. Was? Gib auf dich Acht. Jetzt bin ich extra hierher gekommen, um ihm was zu sagen, was ihn absolut nicht juckt. Und er sagt, ich soll weiter prüfen. Was eine Zeitverschwendung, ey.
Na gut, zum Glück ist die Reise nicht allzu weit. Aber ich würde auch gern nochmal gucken, ob es mittlerweile welche gibt, die mir hier Spruchrollen verkaufen, weil diese magischen Barrieren öffnen Spruchrollen brauche ich. Früher oder später. Eigentlich sogar relativ bald. Ich weiß noch nicht, wann ich ready bin, weil zum Beispiel Ogre sind noch ein großes Problem. Nun, du, ich hab den Kopf voll mit anderen Sachen. Ich brauche Tränke. Ich glaube, bei denen habe ich überall schon nachgeguckt, was die so haben. Oh, ich habe 20 Lernpunkte, what the fuck? Lass uns handeln. Das bringt mir, glaube ich, alles nichts. Lassen wir das. Toll. Was? Jetzt nicht. Toll. Also, keiner kann mir Spruchrollen verkaufen. Der eine gibt mir Runen, der andere Tränke. Und der nächste erklärt mir, wie ich Spruchrollen herstelle. Das bringt mir alles gar nichts. Ich weiß nicht mehr, wer mir die irgendwann verkauft. Oder ob überhaupt. Aber ich glaube, die waren möglich zu kaufen und ich glaube, die waren sehr wichtig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht alle Geheimnisse aufdecken kann, wenn ich nicht alle dieser magischen Barrieren öffne. Oder öffnen kann. Und ich weiß halt nicht, welche jetzt noch dringend ist. Ich habe bereits eine magische Barriere-Spruchrolle ausgegeben. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo. Ich glaube, das war... wahrscheinlich bei dem Echsengefängnis. Also irgendwo, wo ich vor nicht allzu langer Zeit war. Wo ich questtechnisch eh hin musste, aber wo ich nicht durch das Tor musste. Und einfach mal durchgegangen bin, um alles zu erforschen. Naja. Ist die Frage noch, wo war das noch? Wo muss ich noch lang? Bin mir gerade selber nicht mehr ganz sicher. Well, scheiße. Irgendwo bin ich mit dem Inquisitor hingelatscht. Dort wartet auch dieser Vince und hackt allein die Wand ein. Der arme Typ. War das hier? Das war hier irgendwo in der Nähe. Wir sind nicht in die Richtung, oder? Da verläuft man sich hier erstmal. Sehr gut. Das mache ich ganz toll. Weil da sind wir nicht drüber, oder? Das war ein anderer Weg. Was auf der anderen Seite? God damn it. Bin orientierungslos wie nichts Gutes gerade. Vielleicht hier drin? Ja, hier sind wir. Okay. Oh. Sah das vorher schon so aus? Ja, ich glaube schon. Ah, vielleicht hätte ich mich noch gar nicht wegteleportieren müssen. Ah doch, ich komme da durch wollte Fleischwanze sagen. Nautilus. Du musst weiter. Wie sieht's aus? Hoffnungslos. Mehr als dieses kleine Loch ist nicht drin. Die Wand ist einfach zu massiv. Ja, das ist kein Problem. Du hackst gerade jetzt in die falsche Richtung, weil ich dich angesprochen habe. Das ist kein Problem. Ich komme da durch. Ich kann das. Und nur die Spruchrolle. Hiebwaffenschaden 100. Aber ist viel zu groß für mich. Wäre aber eine heftige Waffe. Okay, Nautilus-Verwandlung. Da. Zum Glück bekämpfen NPCs nicht automatisch Nautilus. Ich müsste mich dadurch jetzt ja auch voll heilen, ne? Nee, absolut nicht. Das hat letztes Mal irgendwie anders geklappt. Ja, ballern wir gleich noch eins hinterher. So. Steinplatte. Das war meine Steinplatte. Okay. Ein Smaragd. Viel mehr scheint hier nicht zu sein. Gut. Hallo. Können ja gar nichts. Drecksviecher. Okay, ich erinnere mich. Das hier ist ein riesiges Areal mit sehr vielen Wegen. Den Altar können wir noch nicht betätigen, weil wir haben noch keine der Büsten und ich glaube nicht, dass die anderen uns was bringen, die wir schon benutzt haben. Wisst ihr was, ich mach's mal kurz mit dem Bogen, um die anzulocken. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht zu viel. Wo ziehst du denn erstmal hin? Ja, da kommen gleich mal zwei. Aber das ist machbar. Vor allem, wenn die auf so eine Reichweite zuschlagen. Au, du Bastard. Oh, der hätte Damage gemacht.
So. Einmal habe ich mich hitten lassen, das geht noch. Ich guck schon gar nicht mehr, was die haben. Ich klicke einfach wie ein Wilder, weil ich die nicht treffe. Wieso gibt es hier so viele Wege, ey? Das ist schon wieder richtig kritisch. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich alle Viecher wegkloppe, bevor ich mir alles angucke. Och, scheiße. Die Brontox weiß ich immer noch nicht, wie man die am besten bekämpft, aber wenn sie jetzt auch noch zwei Echsenkrieger haben, ist das ein Problem. Ja, seht ihr, der hat schon wieder irgendwie gefällt. Au, das wollte ich auch machen. Ach Mann. Okay, Brontok. Und Slowmo. Au. Okay, ich habe ihn irgendwie ausgetrickst. War jetzt nicht optimal, aber... Oh, der eine Echsenkrieger hat einen Pfeil im Fuß. Cool. Okay. In der Richtung dürften jetzt erstmal alle weg sein, sonst wären da wahrscheinlich mehr Viecher rausgekommen. Bei dem Pfeilschuss. Also mache ich in die Richtung noch kurz alle platt und dann durchforste ich jeden einzelnen Raum, in den ich rein kann. Ein paar sind noch nicht öffnebar. Was war das? Huch. The fuck? Okay, keine Ahnung. Och Gott. Oh, da war noch ein Ghoul. Okay, da sind einige. Ich gehe erstmal in die Richtung. Ich schaue mir doch erstmal in der Richtung alles an, bevor ich da zu weit mich reinwage. Ja, das sind einige Viecher auf einem Fleck. Oh Gott, noch ein Ghoul. Gut. Kein Problem. Hier drin ist erstmal nichts. Toll. Das hier scheint eine Sackgasse zu sein. Was? Das sind ja Viecher dahinter. Das scheint nicht zu sein. Man könnte als Nautilus, glaube ich, durch, aber es bringt nichts. Das ist einfach auch nur eine Sackgasse irgendwie. Oh! Gegner. Ups. Ein Untoter, ich wusste es. Ich hatte das in Erinnerung. Ach du Scheiße, er hat viel Leben. Oh Gott. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht kapiere jetzt. Oh, Achievement, das ich noch nicht hatte. Denn die, die es hier anzeigt, hatte ich noch nicht. Die anderen, die ich durch Steam kriege, die bekomme ich tatsächlich nachträglich hinterhergeworfen. Aber Großwildjäger ist jetzt neu. Oh je. Das sortiert, okay. 2000 Monster getötet, aha. Da sind noch ein paar Achievements, die mir noch fehlen. Aber die 35, die ich bisher hatte, kriege ich jetzt in Steam nachgeworfen nach und nach. Während ich sie mache, obwohl, weil ich sie ja eigentlich schon habe. Wenn zum Beispiel da kommt, töte 20 Wildschweine und ich töte 1, kriege ich das Achievement meistens auf Steam, wenn ich die 20 schon mal gekillt habe. Das hat eine Treppe. Das scheint ein größerer Weg zu sein. Da ist noch eine Büste. Ein Altar für eine Büste. Und dann geht's da unten rein. Okay. Ich glaube, ich erinnere mich daran, wie das hier abläuft. Aber ich verrate mal noch nicht so viel. Schauen Sie erstmal ganz gemütlich um. Wir haben bis jetzt 2 von den Altaren gesehen, aber noch keine Büste gefunden. Ah, for fuck's sake. Ich glaube, es sind normale. Hallo? Ja, sind normale. Ich sollte einfach nochmal zuschlagen, aber ich habe gerade ein bisschen Schiss, weil ich gegen 2 gleichzeitig kämpfe. Oh, oh, au, au, oh, das war ein richtiger Mobbingkreis, ihr Pisser. Ach Mann. Oh. Einer ist down, ich aber auch gleich. Oh, und der segelt davon. Okay. Moment. Ich kann mittlerweile eigentlich schon die... Wartet mal, ich mache jetzt Folgendes. Telekinese auf die 9 und ich nehme die großen Tränke hier, weil die geben 300. Oh, das war dumm. Die geben 300 und ich habe mittlerweile genug Leben, dass ich die auch mal saufen kann, damit die auch mal wegkommen. So, jetzt bin ich also ein Stockwerk weiter oben. Ich sollte aber erst unten aufräumen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die anderen Gegner aufschrecke, wenn ich da unten rumlatsche. Da oben rumlatsche. Ob ich die unteren Gegner dadurch irgendwie auf mich aufmerksam machen könnte. Hier bin ich, glaube ich, hergekommen. Ja, bin ich hergekommen. Da sind die anderen Gegner, die ich gesehen habe. Da ist der Ghoul. Da ist wahrscheinlich nichts drin.
Der Ghoul sollte machbar sein. Gut. Da ist nichts drin. Das hier könnte ein riesen Clusterfuck sein, wenn ich jetzt hier nicht aufpasse. Da kommen drei Typen. Ah, noch. Das ist der dritte Altar. Kommen drei Typen und ich glaube ein Echsen. Ne, warte. Das wollte ich nicht sagen. Eins von diesen Viechern. Den ihren Haustieren. Ich glaube aber ein Echsenpriester ist da auch dabei. Nee, doch nicht. Das sind normale Krieger. Okay, jetzt kommen alle. Doch, da ist ein fucking Echsenpriester. Fuck. Aber der kann ich zielen, das ist mein Glück. Und der Brontok ist zum Glück auch richtig schwach. What the fuck? Digga, was tust du da? Au! Uncool. Richtig uncool. Dafür bezahlst du. Was? Okay. So, du Penner. Unnötige Scheiße. Oh! Da ist ein Schloss. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ich habe aber gerade Skelette beschwören wieder bekommen. Ich glaube die Spruchholländer, weil die Rune habe ich eh schon. Ja, jetzt habe ich vier von denen. Okay. Sehr schön. Ist immer schön, so einen Fred dabei zu haben. Wow! Okay, Vorsicht. Ich muss hier erst ausräumen. Erst alles killen. Bevor ich mich hier gleich in den nächsten Kampf stürze. So, was haben wir denn hier noch? Achso, da war der Ghoul. Okay, dann andere Seite. Da war ich aber, glaube ich, auch schon drin. Ja, da war ich schon drin. Okay, dann haben wir jetzt nur noch dieses Schloss. Wieso liegt der jetzt so komisch da? Da habe ich jetzt nur noch dieses Schloss hier und ein paar Echsenmenschen da vorne. Und die bewachen ein großes Tor. Die anderen... Ja, da ist auch noch mal ein Altar. Au, au, au. Okay. Das wollte ich auch machen, verdammt. Ach Mann, der klaut mir dauernd meinen Move. Dieser Parry-Move ist meiner. Au, du Pisser, du. So, erledigt. Okay, was wir hier sehen, sind vier Altare. Und ich weiß auch bei denen zumindest mal noch, was es damit auf sich hat. Aber da kommen wir erst später hin. Da vorne war das Schloss und dann haben wir drei weitere Altare bisher mit Gittern statt einem großen Tor. Das heißt, wenn wir den Altar betätigen, kommen wir da in diesen Raum rein. Und wenn wir die vier anderen betätigen, kommen wir durch das Tor, würde ich annehmen. Gut, was heißt, würde ich annehmen? Wie gesagt, ich erinnere mich noch dran. So, jetzt hauen wir uns erstmal einen Trank rein. Denn hier oben erwartet mich bestimmt auch noch einiges an Kampf. Wenn es gut läuft, können wir in einem Part die ganze Krypta ausrotten. Allerdings waren die untoten Krieger schon eine kleine Herausforderung. Die untoten Echsenkrieger. Normale untote Skelette oder so, die haben natürlich keine Chance mittlerweile. Die normalen Echsenmenschen sind gerade so mittelmäßige Gegner. Aber der Echsenpriester ist nochmal eine Herausforderung. Shit, das ist ein Speer. Toll, wieso Shit? Ah ne, ist normaler Echsenmensch. Die sind natürlich der leichteste Gegner von denen hier. So, das könnte jetzt lustig werden. Wenn ich so... Oh Gott! Okay, der Sprung war interessant, weil er einfach nach oben geschossen hat. Ach Mann! So, aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, was ich brauche. Nur ein paar dumme Sachen, die ich absolut nicht brauche und eine Menge Gegner. Gut. Da ist aber eine Winde, glaube ich. Ja. Und wahrscheinlich ein Wächter. Oh, Wächter. Oh. Ja. Oh. Hey. So, Adele. Die Winde betätigen wir gleich. Ah, da ist der Ist das der Schlüssel für das Schloss? Ich hätte vielleicht gucken können, was das für ein Schlüssel ist. Der war lila. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Schlüssel vom Torwächter der Krypta. Warte. Ah, der ist von George. Okay. Ja. Ist ziemlich sicher der Schlüssel vom Torwächter der Krypta. Hier auf der Seite ist gar nichts. Hätte ich mir das gar nicht so genau angucken müssen. Gut, dann betätigen wir wohl erstmal die Winde, würde ich sagen.
Ist da unten irgend... Ah, das ist dieses Ding, diese Sackgasse, die ich gesehen habe. Es kann sein, es öffnet sich jetzt. Ja. Okay. Jetzt kann man da durch. Aha, das ist die große Zugbrücke, die wir öffnen sollen als Hauptquest. Oh, sie ist offen. Okay. Gut, dann haben wir uns jetzt so weit durchgeschlachtet, dass wir diese Zugbrücke öffnen konnten. Alle Gegner sind schon tot. Außer die, die ich erreiche, wenn ich das Schloss betätige. Ich hoffe, der klaut mir jetzt keiner irgendwie Erfahrungspunkte. Ich hau noch kurz einen kleinen Trank. Oh nein, chill. Mendoza, chill. Ich warne dich. Ich warne dich. Wenn du hier irgendwas tötest. Nee, ich glaube nicht, dass der zu dem Schloss da geht. Ich glaube, der weiß gar nicht, wo er hin will. Er rennt einfach geradeaus. So, hm. So, da wollen wir rein. Aha. Ich glaube, wir wollen erst mit Mendoza reden. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich tue es trotzdem. So, seine ganzen Leute kommen auch angerannt, nach und nach. Das goldene Tor. Es muss einen Weg hineingeben. Such das Grab von diesem Ursegor. Vielleicht findest du dort einen Schlüssel. Okay. Wir folgen dem Inquisitor. Ich glaube, die sagen nichts Neues mehr und es dauert auch viel zu lang, bis die ihre Waffe wieder wegstecken. So, wir sollen jetzt da runter. Da ist dieser Ursegor. Sein Grab natürlich. Oh, da ist ein Sarkophag. Ich rede erstmal mit dem Typen. Hallo! Ja, es ist Ursegor. Ein Mensch. Letztendlich ist ein Mensch gekommen, nach so vielen Jahren. Hallo, Geist. Du bist also... Ich bin Ursegor, der Titanenlord. Hm. Warum bist du hier? Was ist mit dir geschehen? Meine Geschichte ist lang und noch nicht vorbei. Aber du bist nicht gekommen, um über die Vergangenheit zu sprechen. Ich suche einen Weg, die Titanen zu bekämpfen. Das habe ich auch getan. Und ich war der Beste. Doch die Siegel der Götter, die sie einst gefangen hielten, sind gebrochen. Jetzt tobt der Kampf der Titanen wieder. Und ihr Menschen steht kurz vor dem Untergang. Sag mir, Mensch, was willst du von mir? Ich suche den Ursprung der Heiligen Flamme. Heilige Flamme? Was bei allen verfluchten Seelen soll das sein? Oben in der Vulkanfestung brennt eine Flamme. Sie beschützt die Insel vor den magischen Stürmen. Verstehe. Die Titanen sind mächtige Wesen reiner Magie. Die Flamme dort oben ist nur ein kleiner Teil des Feuertitans, den ich eingesperrt habe. Wo ist der Titan des Feuers? Eingesperrt in einer Falle. Hinter dem goldenen Tor ist sein Gefängnis. Dort sitzt er in der Tiefe für alle Ewigkeit. Oder bis er befreit wird. Wie funktioniert diese Falle? Das Geheimnis liegt in den antimagischen Kristallen. Sie schwächen den Titan, damit er seine Kräfte nicht einsetzen kann. Ich habe ihn in die Tiefe gezwungen und sein Verlies mit einem Siegel der Antimagie verschlossen. Oje. Wie kann ich den Titan befreien? Alles, was ich dir anzubieten habe, ist ein Handel. Was? Du willst mit mir handeln? Obwohl mein Geist unsterblich ist, bin ich für alle Zeit an diesen Ort gebunden. Doch mich dürstet nach Freiheit. Erlöse mich von meinem Fluch. Befreie mich von meinen Ketten. Dann helfe ich dir, das Tor zu öffnen, das dich zum Titan führt. Erzähl mir von deinem Fluch. Damals sprach der dunkle Gott zu mir. Er machte mir ein Angebot. Die Titanen des Feuers sollte ich für ihn einsperren. Dafür versprach er mir, dass ich die Zeit überdauern würde. Und ich ging auf sein Angebot ein. Jagte und fing die Titanen. Den letzten von ihnen sperrte ich hier, in diesem Verlies ein. Doch kaum, dass ich das Tor geschlossen hatte, versank der Tempel in der Tiefe. Ich war selbst Gefangener in meinem Verlies und bin es bis heute. Der dunkle Gott hat dich reingelegt.
Das spielt keine Rolle mehr. Mein Körper zerfiel. Mein Geist ist gebunden. So werde ich alle Zeit überdauern. Als Gefangener. Warum ist dein Geist gebunden? Ich kann mich nicht weit von meinem Körper entfernen. Ich werde niemals frei sein. Es sei denn... Es sei denn was? Die Verbindung von Geist und Körper kann auch der Tod nicht trennen. Nur dort, wo mein Körper ist, kann ich sein. Moment mal, du suchst doch nicht etwa einen neuen Körper? Nein. Jedenfalls vorerst nicht. Es gibt einen Zauber, der es vermag, die Verbindung von Geist und Körper zu trennen. Doch ist kein Mensch mächtig genug, diesen Zauber zu wirken. Was ist notwendig, um den Zauber zu wirken? Der dunkle Gott stellte mir drei Diener an die Seite. Sul Uthur, der Priester, Selseretz, das Tier, und Salsaran, der Wächter. Jeder von ihnen trägt einen Seelensplitter. Ein Splitter, der sie mit Kraft speist. Die Macht dieser Splitter wird ausreichen, um meinen Geist endgültig zu befreien. Ich soll dir also die Splitter holen? Du musst sie an dich nehmen. Dann kannst du den Zauber wirken. Und was ist mit der Formel? Für diesen Zauber brauchst du keine Formel. Wenn dein Wille stark genug ist, wird ein Wort von dir ausreichen, um meinen Geist zu befreien. Wo finde ich deine Diener? Sie sind hier, in den Kammern der Krypta. Diese Kammern sind vergittert. Du wirst den Schlüssel brauchen. Den ich wo finden kann? Ich lasse ihn hier zu meinen Füßen erscheinen. Und vergiss nicht, den Dienern ihre Schädel abzunehmen. Du wirst sie brauchen, wenn du das Tor öffnen willst. Und wenn ich dich befreit habe, hilfst du mir? Ich werde dir das überlassen, was du brauchst, um das goldene Tor zu öffnen. Doch zuerst wirst du tun, was ich von dir verlange. Gut, das werden wir auch tun. Wo ist jetzt der Ada? Das werden wir tun, aber nicht in diesem Part, denn wir haben jetzt genug gemacht. Wir haben die Krypta ausgeräumt, den Weg hier reingefunden, wir haben Ursigor gefunden und im nächsten Part sollen wir dann wohl seine Diener vernichten. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.